Wenn du heute mit deinem ersten Baby schwanger bist, dann gibt es bestimmt Fragen über Fragen. Und eine davon ist, ja, Geburt ist so natürlich wie das Leben. Warum sollte ich mich dann auf die Geburt vorbereiten? Hallo, mein Name ist Alina Todorova. Ich bin Mentaltrainerin und bereite in meinen Kursen angehende Eltern auf ihre positive Geburten vor. Wenn du gerade schwanger bist und dich mittels Hypnose und Lamaze-Methode auf die Geburt vorbereiten möchtest, dann melde dich gerne im Online-Kurs an und lass dich von mir begleiten. Frauen haben ja schon immer geboren. Frauen haben im Krieg geboren, in den Bunkern. Sie haben in den Feldern geboren, beim Arbeiten auf dem Feld und dann weitergearbeitet. Solche Geschichten kennt man ja. Warum dann überhaupt die Vorbereitung? Wir Wir ernähren uns heute ganz, ganz anders, als Frauen sich vor 200 Jahren ernährt haben. Wir haben zu viel Zucker, wir haben zu viel Mehlprodukte. Was wir im Supermarkt heute kaufen, ist angereichert mit irgendwas. Der zweite Punkt ist, dass wir heute uns sehr viel weniger bewegen. Diese 10.000 Schritte, die einige von uns mal am Tag machen, das ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was Frauen früher geleistet haben an einem Tag, an Bewegung. Das Becken ist heute schiefer als bei Frauen vor 200 Jahren durch unser vermehrtes Sitzverhalten und die Arbeit am Computer, die einseitig ist. Dadurch ist unser Becken weniger beweglich, was das Durchkommen vom Baby durch das Becken natürlich erschwert. Vor 200 Jahren haben alle Frauen ihre Kinder zu Hause bekommen, so dass die jüngeren Frauen von Geburten sehr viel mitbekommen haben und davon gelernt haben. Als damals die Frau dann in die Geburt gestartet ist, hat sie schon Geburten von ihrer Schwester, von ihrer Mutter, von der Tante miterlebt, dabei ausgeholfen und wusste sehr viele Techniken und hatte vor allem ganz, ganz wichtig dieses innere Vertrauen an die Geburt. Alle Frauen in meinen Kursen lernen mehr oder weniger der Geburt zu vertrauen. Einige kommen mit einem gewissen Vertrauen in den Kurs, die anderen haben sehr viele Ängste und sehr viele Sorgen und teilweise auch Panik vor dem, was sie in der Geburt erwartet. Das ist für heute ganz normal und es ist im Grunde diese Arbeit in der Schwangerschaft, sich von diesen Ängsten und diesen Bildern, die teilweise sehr falsch sind, zu befreien und sich eben auf diese natürliche, naturnahe Geburt vorzubereiten. Eine Geburt ohne unnötige Interventionen und ohne unnötigen Schmerz, der ja natürlich auch durch diese Konditionierung umso mehr entstehen kann. Der dritte wichtige Bereich ist, dass den Frauen suggeriert wird, man muss unter der Geburt nichts tun. Man geht einfach in die Klinik. Dort sind die Experten der Geburt. Die sind dort, nicht in mir. Nicht ich bin die Expertin, sondern sie wissen besser. Die machen das schon für mich. Dabei können sie nichts tun für eine natürliche Geburt. Sie können nur unterstützen, sie können nur helfen und aushelfen, sie können dienen. Aber die Frau bekommt das Baby. Es ist eine Einstellung, die eben zu diesen traumatischen, schwierigen Geburtsverläufen führt. Dabei gibt es eben leichte Techniken, wie man lernen kann, wieder aktiv für die Geburt etwas zu tun, so wie es Frauen früher gemacht haben. Der französische Arzt Fanon Lamaze hat diesen Trend schon vor 60 Jahren entdeckt, hat in seiner Methode die Frauen wieder auf den Weg geführt, selbst aktiv die Geburt zu erleben. Das, was ich heute auch in den Kursen meinen Kursfrauen beibringe, der Schlüssel zu einer positiven Geburt liegt immer noch in der Frau. Ich finde, das ist besser für Frauen heute und auch für die Kinder, die heute geboren werden, die später selbst erwachsen werden und ihre Kinder bekommen, zu sagen, wow, ich habe so viel Wissen auf die Geburt angeeignet, so viel gelernt und auch gelernt, mit meinem Körper gut umzugehen während der Geburt, so dass ich eine tolle Erfahrung bei der Geburt hatte.
anstatt nachher zu sagen, oh ja, da wäre Potenzial da, aber ich habe es nicht ausgeschöpft. Ich wünsche dir eine wunderschöne, positive Vorbereitung auf deine Geburt und eine glückliche Geburt nach deinen Vorstellungen.